Herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel und ich arbeite und forsche schwerpunktmäßig im Bereich der Schmerztherapie. Sehr oft fragen mich Patienten auch, die amputiert sind, was kann man tun gegen meine Phantomschmerzen oder was sind überhaupt Phantomschmerzen? Und genau darum geht es heute in diesem Beitrag. Wie Sie sehen, bin ich heute wieder nicht in meinen Räumlichkeiten, sondern auch heute bei APT Prothesen und dazu auch zusammen mit Herrn Kipping. Herzlich Hallo. Willkommen oder danke für die Einladung. Denn heute geht es einmal um das Thema Phantomschmerz und nicht nur aus ärztlicher Sicht, sondern auch aus Sicht eines Orthopädie-Technikmeisters. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Ganz wichtig, Phantomschmerzen treten bei ungefähr 75-80% der Patienten auf im Laufe des Lebens. Also Phantomschmerzen sind im Prinzip viel häufiger als Stumpfschmerzen. Und die Ursachen für Phantomschmerzen können ja unterschiedlich sein. Und man muss sagen, leider weiß man auch noch nicht wirklich, was die Ursachen sind. Daher die Frage an Sie, Herr Kipping, was ist Ihre Erfahrung mit Phantomschmerzen? Worüber berichten Patienten? Was würden Sie sagen aus der Praxis? Was führt oft zu Phantomschmerzen? Zunächst darf ich mal die 75% tatsächlich bestätigen, weil das ist eigentlich auch so unser Eindruck, den wir hier so gewinnen in unserer tagtäglichen Arbeit. Phantomschmerz ist so vielfältig eigentlich in der Ausprägung, dass ich denke, dass genau deswegen wahrscheinlich auch keine mehr Patentlösungen für das eine gibt. Also wir haben Kunden, die einfach berichten, dass sie, oder sagen wir mal, die meisten Kunden berichten sogar, dass es meistens in ihren Ruhephasen auftritt. Das heißt, dass wenn sie gar keine Prothese tragen oder wenn sie eben abends zu Bett gehen oder einfach über den Tag mal eine Pause machen, dann tritt eben, sie beschreiben es meistens als so ein elektrostechender Schmerz auf, dass es eben an den Stellen wehtut, die natürlich nicht mehr da sind. Verstärkt kennen wir das eigentlich noch von den Kriegsversehrten, die da immer wieder drüber berichten und die hatten teilweise täglich damit zu kämpfen. Und was wir so beobachten, ist einfach ein gewisser Unterschied zu denen, die irgendwie traumatisch bedingt amputiert wurden, also aufgrund eines Unfalls oder wo es eben planbar war. Und Sie würden sagen, wenn es planbar ist, dann hat man öfter oder weniger oft Phantomschmerzen? Wir stellen fest, dass bei den planbaren OPs, also zum Beispiel nach Gefäßerkrankung oder Verschlusserkrankung, dass da auch durchaus diese Phantomschmerzbilder da sind, aber die eben im Laufe der Zeit sich verringern. Das heißt, eigentlich teilweise auch ohne jegliche Therapien. Es ist einfach so, im Laufe der Zeit spielt es sich ein. Woran es da genau liegt, das müssen Sie mir eher als Arzt beantworten. Ja, also kurz noch dazu zu der, sagen wir mal, Häufigkeit. Unsere Erfahrung ist, oder meine Erfahrung ist, Phantomschmerzen treten oftmals, sagen wir mal, in der Zeit unmittelbar nach einer Operation auf. Und dann gibt es so gesehen eine zweite Welle, so nach 20, 25, 30 Jahren, dass ein Patient sagt, er war 20 Jahre im Prinzip schmerzfrei und jetzt kommen langsam die Schmerzen. Haben Sie ähnliche Erfahrungen? Können Sie das auch sagen? Oder wie? Ja, die kann ich durchaus bestätigen. Das ist so altersabhängig vielleicht, also dass da so gewisse Bedingungen einfach sich verändern, was ja auch bei Zweibeinern völlig normal ist. Ja. Also, es gibt mal gute Tage und es gibt mal schlechte Tage. Ja. Und es gibt auch natürlich Therapieansätze und da denke ich, ist immer auch zunächst mal dieses ausprobierende Sache. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man sicherlich tun kann. Von der Spiegeltherapie bis hin zur medikamentösen Therapie, aber es gibt auch da nicht diese allgemeingültige Lösung. Ja. Also die habe ich bisher noch nie gehört. Ich weiß immer, wenn es einem Kunden von mir geholfen hat, dann ist genau der glücklich in dem Moment, dass es weniger wird. Aber es muss nicht bedeuten, dass seine Lösung gleich die Lösung für die nächsten ist, die das ähnliche Problem hat. Also ganz guter Punkt. Das ist auch ganz typisch im Prinzip für neuropathische Schmerzen allgemein, aber für Phantomschmerzen ganz speziell. Es gibt also nicht die spezielle eine Lösung. Und gerade wenn man andere Patienten kennt, bei dem vielleicht A hilft, dann muss das nicht bei dem anderen Patienten ebenfalls helfen. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, was die Ursache ist für Phantomschmerzen oder was dahinter steckt. Nämlich, es scheint so, dass es ja verschiedene Ursachen sind letztlich. Es ist ein Sammelsurium und es ist auch immer noch eine Blackbox. Man weiß nicht genau, was zu den Phantomschmerzen führt. Was man weiß, ist, dass es so eine Art
Neuroplastizität zu den Phantomschmerzen führt. Also das heißt, dass es zu Veränderungen kommt auf neuronalen, also auf Gehirnstrukturen, aber auch auf Rückenmarksebene, weil permanente Schmerzreize auftreten. Und das führt zu einer Veränderung des schmerzverarbeitenden Systems und damit mit der Zeit auch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit für Phantomschmerzen. Das merkt man auch daran, Sie haben ja gerade geschildert, Patienten bekommen das in Ruhephasen. Also in der Ruhe ist ja sozusagen gar kein Schmerzreiz da, sondern man kann sagen, sozusagen das schmerzverarbeitende System brennt noch nach, in Anführungsstrichen. Und das ist so eine Neuroplastizität, die da dann entstanden ist. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, aber leider ist es so, Phantomschmerzen so richtig erklären kann man es immer noch nicht. Vielen Dank aber, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen. Wenn er informativ war, dann gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge rund um das Thema Schmerz und für Kommentare und Meinungen direkt hier unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.